Dann schauen wir mal, ob wir Salbar retten können. Und wir schicken mal Was? Mission. Nein. Was? Was? Wir schicken mal Mission vor. Ich bin hier. Du bist hier, Schnabeltier. Ach, das wird nie alt. Nein. Rakul. Super, das hat echt gut funktioniert. Ah, Alter. Warum geht das denn jetzt auf einmal so gut? Ist Mission so gut? Ich hinterfrag's nicht einfach. Ich hinterfrag's nicht, ich nehm's einfach hin. Dafür bezahlt er? Was? Was haben wir denn hier? Geh mal hier lang. Mal gucken, wo wir langkommen. Oh, das ist wohl ein Gamorreaner. Gab so Dinger nicht auch in. Ich bin gerade am Überlegen. Ich erinnere mich an die aus Kindertagen, wo mein Bruder Actionfiguren hatte. Mein älterer. Ich überlege gerade, ob es so eine ähnliche Figur auch in He-Man gab oder ob es tatsächlich ein Gamorreaner war, den er als Figur hatte. Wer weiß. Mission? Was? Your turn. Tagebuch des gelobten Landes. Hoffentlich ist das nicht hier die Dame. Es könnte jedoch ein wichtiger Teil des Puzzles sein. Nee. Ah, Mann, ich trottel. Ah, ich trottel. Naja. Obwohl, wir könnten den in Patrouillenmodus versetzen. Ach komm. Aber dafür müsste ich dann auch alles optimieren. Dafür habe ich nicht. Hätte ich schon genug, aber ich lasse mal. Ich hätte gerade so genug. Ich gehe jetzt mal hier rein. War ja klar. So. Auf geht's. Können es mal richtig angreifen und treffen. Ich hätte es spezifizieren sollen. Dass sie auch treffen soll. Das wäre nämlich sehr nice. Dann. Ich bin enttäuscht. Ich bin auch einfach zu blind, um zu sehen. Ja. Tot, aber Level aufgestiegen. Auch, damit. Oh, oh. Ich habe auch echt ein Glück. Nein, du doof. Oh. Dadurch, dass das nicht durch direktes Draufdrücken klappt. Tipp. Und nochmal. Tipp. Oh, ich hätte gerne Heilfähigkeit oder sowas. Das ist echt anstrengend. So. Einmal ausrauben für Anfänger. Ich weiß, ich stelle mich nicht sonderlich geschickt an, aber ich mache das aus Spaß. Mann, also nicht das Sterben, aber. Ja, ihr wisst schon. Ich habe das Gefühl, wir sollten nicht da unten durchlaufen. Sieh mal einer an. Ein uraltes manuelles Schloss. Ganz ohne Computercodes. Sowas findet man auf Taris nur in der Kanalisation. Mit normalen Sonden kommst du bei solchen Schlössern nicht weiter. Aber keine Angst. Ich hatte schon mal mit so einem Ding zu tun. Was haben wir gleich? Ach, selber. Ich bin auch froh, dich zu sehen, Big Zed. Dachtest du etwa, ich habe dich vergessen? Mission und Salbar. Für immer ein Team. Das sind meine neuen Freunde, Big Zed. Ohne sie hätte ich dich hier nie rausgebracht. Noch sind wir nicht raus.
Schön, dich kennenzulernen, Selber. Ich bin Erin K. Eine Lebensschuld? Bist du sicher, Bixet? Überleg dir das lieber nochmal. Du musst dir ganz sicher sein. Die Tür. Bixet schwört dir eine Lebensschuld. Wow, das ist gewaltig. Weißt du, was das heißt? Das ist so eine Art Loyalitätsschwur, oder? Die Lebensschuld ist der feierlichste Schwur, den ein Wookie ablegen kann. Er wird dir für den Rest deines Lebens folgen. Egal, wohin du gehst, egal, was du tust. Es ist mir eine Ehre, seinen Schwur zu akzeptieren. Tja, damit hast du mich natürlich auch am Hals. Ich lasse Bixet nicht allein. Ich habe ihn schon einmal fast verloren. Das passiert mir nicht nochmal. Nicht schlimm. Es freut mich, dass du mir hilfst, Mission. Also, soll ich dir jetzt den geheimen Weg in die Basis der Vulker zeigen? Versprochen ist versprochen. Ich kenne eine Hintertür in das Lager dieser Bastarde. Gerne. Gut, je früher wir dorthin kommen, desto besser. Ich komme besser mit. Die Vulker haben die Kanalisation mit einem Energieschild gesichert. Ich bin eine der wenigen Tarisianer, die wissen, wie man trotzdem reinkommt. Ich weiß nicht mehr genau, wie man hinkommt, aber es ist hier irgendwo in der Kanalisation. Im Nordosten, glaube ich. Hoffentlich ist der Ranker nicht mehr hier. Na super. Ein Ranker? Meinst du das ernst? Früher hat in diesem Teil der Kanalisation ein Ranker gelebt. Das Biest frisst alles, was ihm in die Klauen kommt. Und es ist riesig. Zum Glück sind Rankers dumm wie Bantamist. Ich habe mich immer an ihm vorbeigeschlichen. Uns fällt schon was ein. Es sei denn, du hast es dir anders überlegt. Das kommt gar nicht in Frage, gehen wir. Alles klar, dann mal los. Wie gesagt, irgendwo im Südosten. Such einfach nach einem Energieschild. Wenn du ihn siehst, sind wir da. Immer nur zwei Begleiter. Ich glaube aber, ich möchte bei den beiden bleiben. Ich fühle mich sehr sicher mit den beiden. Ich muss nur gucken, worauf ich ihn hier level, wenn sie schon so gut in im Sprengstoff auswerten ist. Im Sprengstoff entschärfen. Tut mir leid. Ich habe heute irgendwie ein bisschen mit Worten. So. Ach ja, wir haben sie ja noch gar nicht hochgelevelt. Stimmt ja. Fähigkeiten. Was könnten wir denn? Computer geht auch nicht. Machen wir mal einmal Heilung, wenn das sich auch auf Medikits auswirkt. Und wir haben einmal entweder der sehr starke Angriff oder kämpfst du mit einer Doppelklinge oder mit zwei Waffen gleichzeitig, sinkt der Angriffsmalus sogar auf. Ich hätte gerne etwas, womit wir treffsicherer sind. Das wäre sehr cool. Technikexperte. Boah, das ist natürlich auch cool. Training. Bonus. Ich weiß nicht, was es mit diesen Rettungswürfen auf sich hat. Implantat, nee. Was ist denn das, Dualand? Einhändig, nee, einhändig machen wir ja im Moment nicht. Wir sind ja zweihändig unterwegs. Was? Ich mach mal verbesserter Kampf mit zwei Waffen. So. Okay. Wo sagte sie? In welche Richtung müssen wir? Nicht hier lang wahrscheinlich. Ich hätte mal unsere Freunde aufheilen können. Warte mal. Guck mal, nimm mal ein Medikit. Und. Ja?
Mädel, nimm du auch mal ein Medikit. Ich bin hier. Du bist hier. Schnabeltier. Ran. Fertig. Wie das? Wie löst? Wie unfair ist denn das, dass es bei der nicht aus? Ich wette, wenn wir da durchlaufen, ja? Wird es uns völlig umbringen. Wir probieren es mal lieber nicht aus. Ich bin hier. Du bist hier, Schnabeltier. Leiche. So. Was haben wir hier? Skelettierte Leiche, nicht? Gehen hier durch die Tür. Einfach aus Prinzip. Aha. Einfach aus Prinzip. Musste ich mal gucken. Was haben wir denn hier? Noch mehr Rakul. Juhu. Das hätte ich mal schneller reagiert. Nimm doch den erstbesten, Mädel. Genau. Ups. Nein. Och, Mann. So. So. Ich bin da echt zu blöd zu. Also manchmal. Dadurch, dass ich ja nicht direkt drauf klicke, sondern ein Stück darunter, ist das manchmal so ein bisschen tricky. Leiche. Leichenplündern.de. Och, nicht, geht nicht da drauf, das gibt's wahrscheinlich noch. Da ist noch eine Tür. Ich weiß nicht, wie gesund das ist, diese giftigen Dämpfe einzuatmen. Lassen wir es mal. Ich will ja nicht high werden. Machst du mal? Danke. Was? Miss? Oh Gott. Diese Stimme. Warte mal, wenn ich da eine Mine hinwerfe. Müsste das ja irgendeinen erfassen, der da langläuft. Ich dachte, ich hätte die Splittergranate geworfen. Ja, das war selten dämlich. Naja. Aha. Bis ich es geschafft habe, zu diesem Ding zu kommen, ist unser lieber Cars schon völlig tot. Warte mal, gehen wir mal hier rein. Skelettierte Leiche, okay. Was haben wir denn da? Drei Teile und ein Medikit. Nimmt man. Hoffentlich habe ich richtig geguckt. Ich bin immer so blind. Noch ein Gamorianer. So, versuchen wir mal zu treffen. Ja, einmal wenigstens getroffen. Wo sind eigentlich unsere Freunde? Alter. Es ist traurig, dass sie einfach deutlich besser trifft als wir. Mann. Nehmen wir mal lieber den, der hier vor. Oh, da kommen ja noch mehr. Alter, wo kommen die alle her? Ich bin immer noch am Überlegen, was das für eine Figur war. Nach wie vor. Dam-da-dam. Ich würde gerne da runter gucken, aber die Kamerasteuerung lässt mich nicht. Insgesamt hätte ich gerne First-Person-Mode, in dem ich mich frei hier umgucken kann, um die Landschaft zu genießen. Das wäre cool. Doch, das würde ich total feiern. Nein, ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufe. Ich laufe einfach mal da, wo ich noch nicht war, hin. So. Ich hoffe, die Viecher beißen mich nicht. Die haben irgendwie was. Die haben irgendwie was von einem kleinen Gollum, oder? Noch mehr Leichen. Tagebuch des gelobten Landes. Da hatten wir doch schon eins von. Gibt es da mehrere? Oder ist das das gleiche? Warte mal. Nee, ist das gleiche.
Schade. Ich dachte, wir wären... Mission. Einmal Mission Impossible. Ich dachte, wir wären einem Rätsel auf der Spur. Ich bin enttäuscht. Wow, was haben die denn für Stimmchen? Hat es nicht anders gewollt, ne? Wie war das? Dann zeig mal. Und da hat sie es gezeigt. Und direkt ein Level aufgestiegen. 6 Punkte, wow. Nehmen wir Sprengstoff, Sicherheit und Tarnung und das. Und nehmen wir mal Heilung. Dann haben wir alle weg. Schleichangriff. Und für sie hätte ich gerne doch wieder verbessertes Duellieren. Gilt für Nah- und Fernwaffen. Dann nehmen wir das. Gut. So, dann kann ich immer noch entscheiden. Mhm. Ach, diese grenzdebile Frau. Diese grenzdebile Frau. Leiter? Wohin führt uns diese Leiter? Ich hoffe, das war richtig, dass wir hier raus sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden hier nicht raus. Oh, Alter. Warte mal kurz. Ich habe das Gefühl, das war ganz... Das war... Nein. Das war keine gute Idee, dass wir rausgegangen sind. Und wir haben kaum noch Medipacks. Scheiße. Ich bin hier. Du bist hier. Schnabeltier. Scheiße. Bereit. Oh, das ist gar nicht gut. Ich bin hier. Wissen wir. Weil hier sind wir wieder raus. Okay. Ich gehe mal die skelettierten Leichen abnagen und dann... Sorry. Ja. Und dann gehen wir wieder rein. Aber wenigstens haben wir hier noch ein paar Medikits und etwas, was ich gerade nicht gesehen habe. Hm? Du hast 8 eine Probe des Ragul-Serums gefunden. Das wollte doch der Arzt haben. Der Behälter ist leer. Ihr seid ja auch. Ihr seid mehr als 2 Schlingel. Der Behälter. Ich glaub's ja nicht. Dann gehen wir mal hier wieder runter. Oh, ich mag die Kanalisation nicht. Ist doch scheiße. Dann würde ich sagen, gehen wir nicht da weiter, sondern da, wo auch tatsächlich eine Tür ist. Das hätte alles so seine Vorteile.